Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Golden Sun. Diesmal gegen Saturos. Ich habe gelevelt bis Level 17. Außer mir, die ist Level 18, aber. Ja, und ihr seht auch, ich habe einiges an neuen Attacken. Mit denen ich schon einige Zeit verbringen durfte. Wollen wir mal sehen, wie gut es diesmal klappt. Feuerball macht übelst viel Schaden eigentlich. Stimmt, ich könnte Ragnarök einsetzen. Komm, ich erhöhe mal den Angriff. Oh, Haltegriff. Ob das bei ihm klappt? Weil er ist halt ein Boss, ne? Sprudel auf Ivan. Der hat mittlerweile nicht mehr so wenig KP. War klar, wirkt nicht. Aber ich wollte es mal versuchen. Und ohne Scheiß, ich hätte mit Ragnarök anfallen sollen. Weil irgendwie kostet es weniger AP als im dritten Teil, oder? Eishorn. Und Ragnarök mit der erhöhten Angriff. 107. Oh, das ist gut. Ich heil mal sie, oder? Komm, ich mach nochmal Ragnarök. Kirin. Nereide und tiefes Gebet auf Eisdeck, auch wenn das eigentlich zu viel ist. Egal. Ragnarök macht auch 104 Schaden. So, Ragnarök ist echt geil. Kirin, stimmt, kann man auch. Okay, man kann es mit Ask 85 Schaden. Okay, Ragnarök. Feuerball. Sturmblitz und tiefes Gebet auf Garrett. Ich denke, nein, Norm, alles wird nicht voll heilen. Dadurch, dass wir höher gelevelt sind, sind jetzt alle viel schneller als er. Und ohne Scheiß, Feuerball ist eigentlich eine starke Attacke. Mich wundert es, dass es so wenig auf ihn macht. Esse. Komm, nochmal das Gebet reicht. Das war's schon. 300 dB ist auch nichts. Okay. Ich hätte wohl ursprünglich bis 20 leveln, aber dann haben die Gegner einfach zu wenig EP dafür und es hätte Stunden gedauert. Isaac, wir haben ihn. Wer hätte gedacht, dass der Merkur-Leuchtturm solche Macht in sich trägt, wenn nur meine Psy-Energie voll verfügbar gewesen wäre? Saturos, du sagtest, du wärst geschwächt. Was meinst du damit? Ich meinte gar nichts. Ich werde euch erklären, was er meinte. Diese Stimme, kann das sein? Alex. Es ist eine Weile her, Mia. Alex, weißt du denn, was du getan hast? Aber natürlich, ich habe eine große Kraft, die lange Zeit versiegelt war, wieder freigesetzt. Merkur, der Leuchtturm des Wassers. Welch unglaubliche Macht. Alex, du, bist du denn wahnsinnig? Nein, Mia, verstehst du es denn nicht?
Während deines Kampfes gegen Saturos verlieh dir der Leuchtturm unfassbare und scheinbar unschöpfliche Kraft. Das ist wahr, ich konnte meine Kräfte einsetzen, ohne dass sie jemals zur Neige gingen. Really? Wenn ja, ist mir das nicht aufgefallen, weil wir den Kampf so schnell beendet haben. Verstehst du denn nicht? Der Merkur-Leuchtturm hat dich mit unendlicher Psy-Energy versorgt. Psy-Energy? Willst du damit sagen, dass meine Kräfte auf Psy-Energy beruhen? Du und ich sind beide Mitglieder des Merkur-Clans, die Meister der Wasser-Psy-Energy. Auch mir ist ein Adept, nicht wahr? Ach, ist sie das? Ich dachte, sie wäre eine McDonalds-Verkäuferin, aber danke, dass du es mir sagst. Also, danke, Garrett. Isaac, du wusstest das die ganze Zeit über und hast nichts gesagt. Vielleicht, weil es offensichtlich war? Sag mir, Alex, warum konnte Saturos nicht seine eigene Kraft einsetzen? Ah, natürlich, ich werde alles erklären. Saturos steht in Verbindung mit Mars, dem Clan des Feuers. Okay, war wohl doch nicht so schlau von ihm, da zu bleiben. Feuer und Wasser sind gegensätzliche Elemente. Seine Kräfte werden durch die Wasser-Psy-Energy des Leuchtturms unterdrückt. Wusste denn Saturos nichts darüber? Selbstverständlich wusste er es. Er hat es verabsäumt, die Kraft dieses Leuchtturms richtig einzusetzen. So erging es mir auch. Waren wir deshalb in der Lage, Saturos zu besiegen? Nein, steckt auch mehr dahinter. Wäre dann Garrett auch geschwächt gewesen? Ich habe diesen Kampf beobachtet. Du hast uns beobachtet? Ja, ich habe Saturos nicht geholfen, weil ich mir sicher war, dass er gewinnen würde. Aber ich hatte Unrecht. Ihr habt euch in kürzester Zeit zu großen Kämpfern entwickelt. Saturos ist wieder auf den Beinen. Haben wir ihn doch nicht besiegt? Nicht besiegt? Niemals. Ich habe gegen diesen Leuchtturm verloren, nicht gegen euch. Ich habe euch lediglich hingehalten, während Saturos wieder Kraft sammelte. Du hast nur Zeit gewonnen, das bringt dich auch nicht weiter, Alex. Ich werde Saturos nicht entkommen lassen. Was hast du jetzt vor? Willst du ihn fertig machen? Boah. Wenn das der Fall ist, werdet ihr auch gegen mich antreten müssen. Ich habe gesehen, wie ihr kämpft. Ihr habt keine Chance auf den Sieg. Und ich bezweifle, dass ihr den Schneid habt, jemanden fertig zu machen. Natürlich kannst du glauben, was immer du willst. Wow, der hat sich aber weit weg teleportiert. Er hat sich schon wieder teleportiert. Was heißt hier schon wieder? Ach so, oh, das ist der Typ vom Anfang, oder? Oh. Schon wieder? Hat er das schon mal gemacht? Ja, im Heiligtum von Zoll. Diese Psy-Energy, dieses Teleportieren. Heißt das, mir kann das auch einsetzen? Nein, es ist unmöglich. Selbst Alex hatte diese Kraft nicht immer. Tja, wie ihr seht, kann ich nicht für immer der alte Alex bleiben. Sieht so aus, als wäre während unserer kleinen Plauderei meine Mitfahrtgelegenheit gekommen. Junge, wenn du dich schon teleportieren kannst, dann teleportier dich nach unten. So, gehabt euch wohl, euer Herr Newstime, euer Alex. Isaac, Saturos hat noch immer die Elementarsteine, Sterne. Stimmt, wir können sie jetzt nicht gehen lassen. Oh, du willst die Elementarsteine von Saturos zurückhaben? So ein Pech, Minardi, hat sie. Ihr werdet sie fragen müssen. Da fällt mir ein. Hast du noch den Marsstern bei dir? Nein. Sagst du die Wahrheit? Nun, ich bin bereit, dir zu glauben. Ich glaube, wir haben den noch, aber es wäre wohl besser, es ihm nicht zu sagen. Ich nehme an, dass du bereit bist, uns wegen der Sterne zu verfolgen. Ja. Ich freue mich schon. Wir werden uns sicher sehr bald wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ohne Scheiß, ich denke, Alex ist jetzt der Grund, weshalb Mia mit uns mitkommen wird, oder? Ich freue mich schon auf unseren nächsten Kampf. Ja, ich nicht. Sie sind weg. Verdammt, wir konnten nicht mal Jenna retten.
Ja, mit deinem kleinen Spatzenhirn kannst du sowieso niemanden retten. Ich verdiene es nicht, eine Heilerin zu sein. Wir konnten nicht verhindern, dass sie das Leuchtfeuer entzünden. Ich habe meinen Clan keine Ehre gemacht. Auch habe ich meine Pflicht nicht erfüllt. Das ist nicht wahr. Wie können sie noch immer besiegen? Habe ich nicht recht, Isaac? Ja. Stimmt, Isaac. Wir müssen sie davon abhalten, alle anderen Leuchttürme zu entzünden. Das Leuchtfeuer des Merkurleuchtturms wurde entzündet. Aber beim nächsten Mal werden wir sie aufhalten. Ganz sicher. Ja, ganz bestimmt. So ist es. Wir können Jenna beim nächsten Leuchtturm retten. Ja, so einfach lassen wir Alex nicht entkommen. Los, wir müssen sie verfolgen. Warum die Fragezeichen ist doch klar. Was ist los? Wir sollten uns beeilen. Wir? Mia, willst du uns begleiten? Ist das nicht logisch, wenn wir nachdem Alex mit denen fortgegangen ist? Aber die Bewohner von Emil brauchen dich, Mia. Das ist schon in Ordnung. Solange das Licht den Leuchtturm erfüllt, wird auch die Quelle sprudeln. Das ist eine alte Sage. Sie bedeutet, dass der Brunnen nun wieder mit heilendem Wasser gefüllt sein wird. Zwar habe ich gemischte Gefühle, was meinen Weggang betrifft, aber ich muss mir um Emil keine Sorgen machen, solange das Hermeswasser fließt. Die müssen sich nur vor den ganzen Eisbären acht. Nur aufpassen, dass nicht zu viel Eisbären vor diesen Bären kommen. Andererseits, ich habe sie alle abgeschlachtet, also werden wohl nicht viel übrig sein. Wenn wir ihnen folgen wollen, müssen wir uns beeilen. Ganz zufällig kommt das jetzt auch wieder hoch. Wir werden dann safe beim Eingang sein, oder? Ja, doch. Ja, als ich zum Training hier mal hingegangen bin, dachte ich mir schon, ja, hier werden wir safe unterkommen. Okay, hier sind hier die ganzen Dorfbewohner anscheinend. Die ganzen alten Knacker, okay. Ich hoffe, dass wir jetzt mal Waffen in Emil kaufen können, bevor wir weitergehen. Bitte, lasst mich Waffen kaufen. Ja! Was habt ihr so für Artefakte? Fessel Gedankenblocker. Kaufen. Breitschwert, Jägerschwert, Streitaxt, Speerkeule. Du kriegst sie. Spielticket. Aber komm, geben wir es ihm. Wir haben übelst viel Geld, also. Axt. Und die Keule. Okay, und was hat der? Rüstung. EPP an. So, du kriegst die ganzen Spieltickets. Die Adeptenkleider kriegst auch du. Wisst ihr was, das mache ich gerade offscreen. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich für jeden was gekauft habe. Bis gleich. So, habe ich jetzt eben was angelegt. Ich will euch mit sowas echt nicht nerven im Part. Deswegen mache ich sowas offscreen. Besonders wenn ich dann auch bei Isaac oder so das Inventar leeren muss. Ich wollte jetzt noch gerade schnell pennen gehen. Damit wir vollgeheilt sind. Und ja.
Jetzt werden wir woanders gebraucht. Ich nehme an, dass wir jetzt zurück müssen, weil hier gibt es halt nichts mehr, was wir machen können. Ganz ehrlich, die Gegner, die sind mittlerweile kein Problem mehr. Also, ich dachte ernsthaft noch anfangs, dass die Bären irgendwie schwer waren, aber das sind sie nicht. Vor allem hier in der Höhle können wir jetzt mit Frost ein bisschen was machen, glaube ich. Kannst du natürlich erstmal Frost auf diesen, auf dieses Feuer machen muss oder so? Nein. Aber ja, ich werde jetzt vor den Gegnern größtenteils flüchten. Kann sich ja gut vorstellen, denke ich. Einfach weil ich keinen Bock auf die habe. So, jeder hat jetzt auch ein neues Schwert und so, ne? Frage ist, wo geht es jetzt weiter? Beim Baum? Da bei dieser zusammen Baum halt, ne? Versteht ihr, was ich meine? Doch, ich denke schon, dass ihr wisst, was ich meine. Und wahrscheinlich mache ich jetzt in letzter Zeit echt eine Menge für den YouTube-Kanal, so. Vor kurzem habe ich diesen ganzen Shit mit Fire Emblem Blazing Blade gemacht. Jetzt hier das Grinding. Und dann darf ich noch die letzten Vorbereitungen für Xenoblade X treffen. Die ich auch endlich mal machen muss, weil ich will das LP auch beenden, endlich. So. Jetzt kommen wir hier rüber. Da sind ein paar rumgeworfen worden. Also man merkt schon, da hat sich was verändert. Da stand ja vorher einer auf dem anderen. Ich glaube, dass wir jetzt in diesen Wald müssen. Im Wald von Kolima. Ich weiß gar nicht, gab es die Orte so auch in dem dritten Teil? Weil es ist ja dieselbe Spielewelt. Wenn, dann gab es aber safe irgendwelche Änderungen. Vor allem, da der dritte Teil ja Jahre danach spielt. Neuer Gegner, aber. Diese Drohne wird safe easy sein. Ja, gibt auch keine, kaum EP. Okay, hier habe ich eine Abkürzung. Warum auch immer ich die hier brauchen sollte. So, ich nehme die EP mal schnell mit. So, die Abkürzung ist sinnvoll. Ab und zu habe ich das Gefühl, dass meine Inputs nicht angenommen werden. Schon wieder sowas, ne? Da gibt es nur diese Drohnengegner. Okay, ein paar neue Gegner.
Der Goethe hat einfach übelst viele KP. Ohne Scheiß. Ich fand am Anfang 29 okay, das lohnt sich echt nicht. Lohnt sich echt nicht, hier mit den Dingern zu kämpfen. Man hätte jetzt sehr viel früher hinkommen können. Ob man zuerst nach da oben hin musste, weiß ich nicht. Kann auch sein, dass man es in was weiß ich, welche Reihenfolge machen kann. Super Brücke eingestürzt und so komme ich nur schwer rüber. Nein, ich habe heute Scheiße gebaut. Ich muss erstmal. Erstmal mache ich das hier für die Abkürzung. Dann den nach oben. Und dann der da. Ich mag die Musik hier irgendwie. So kommen wir dann darüber. Ich hätte die Treppe hier fast nicht gesehen. Ja, sorry, aber gegen die Gegner zu kämpfen lohnt sich echt nicht. Ja. Da kann man wieder runter, wenn man will, aber warum sollte man? Rund des Schleusenhebels ist verboten. Heißt, man soll den Hebel betätigen. Das ist so logisch, ne? Okay, was muss man hier machen? Bestimmt muss man die so anordnen, dass man locker drüber kommt. Die Frage ist nur, wie? Den hier kann ich überhaupt nicht bewegen, also. Mal überlegen. Wait, nein. Ist wieder hoch. Das ist ein etwas langweiligeres Rätsel. Man kann sich auch nicht bewegen, während der Scheiß rollt. So, ich denke, dass wir das dann so handhaben müssen. Oder? Sieht doch ganz gut aus. Müssen wir wieder den Hebel betätigen, vielleicht? Frage ist nur, geht da das Wasser dann wieder hoch? Normalerweise müssten wir da jetzt rüberkommen, ja. Okay, nein, kommt man nicht. Den hier kriege ich aber auch nicht runter. Wait, ich bin dumm. Ich bin dumm. Ich meine, das wusstet ihr ja schon, aber ich weiß es jetzt auch. Zwar müssen wir Folgendes machen. Wir müssen den da oben verschieben. Und dafür.
Ich muss, denke ich, so machen. Ja, mit dem können wir irgendwie nichts machen, gefühlt. Okay, doch, vielleicht um da hochzukommen. Okay, wisst ihr was? Wir gucken zuerst, wie wir an die Truhe rankommen. Nein. Nein, nein, nein. Okay, wartet. Ich denke, wir müssen zuerst den Weg frei machen. Und dann kommen wir da vielleicht ran. Also, das will ich jetzt noch machen, Leute. Passt auf 200er IQ. Jetzt mal machen wir den Weg frei, um weiterzukommen. Aber ohne Scheiß, so ein Rätsel gab es safe nicht im dritten Teil. Passt auf, Leute. Das war zuerst. Oder auch nicht. Ich kann jetzt nicht zufälligerweise das so verschieben. Oh, oder? Vielleicht, dass wir von da aus machen? Nein. Frage ich mich aber auch, wie zum Teufel das gehen soll. Ich will nicht online nachschauen müssen. Wartet mal. Nein, oder? Wait, ich mach das wieder so, wie ich es vorhin hatte. Da habe ich gerade einen 200er IQ. Oder bin ich einfach nur dumm wie Brot? Weil es kommt mir so vor, als könnte ich da hoch. Um dann den Weg frei zu machen, oder? Versuchen es mal. Wenn es nicht klappt, kann ich immer auch im Internet nach dem Part nachschauen. Und mit nach dem Part meine ich kurz vorm nächsten Part, weil ich davor eh zu faul bin und es danach eh vergessen werde. Also, dass ich dahin springen kann, bringt mir by the way nichts. Da komme ich, ja, da komme ich einfach hin, okay. Ja, okay, dann werde ich jetzt mal. Nachdem ich das weggemacht habe, an die Truhe kommen. Und zwar folgendermaßen. Erstmal machen wir das Wasser wieder runter, selbstverständlich. Und zwar. Oder? Okay. Wait. Nope. So nicht. Dass ich mich währenddessen nicht bewegen kann, nervt. Das Ding ist halt, ich muss da irgendwie hoch. Ach, wisst ihr was? Ich gucke für den nächsten Part nach. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.
Tschüss.